Sodala, das zu behandelnde Problem heute ist das scheiß Schlüsselpiepsen beim Opel. Man kann dadurch keine Musik hören und die Tür offen lassen, weil dann die Schlüsselwarnung die ganze Zeit pfeift. Man müsste die Zündung komplett anmachen, dann ist die Schlüsselwarnung nicht hörbar, aber das ist nicht gut für die Autos, wenn die Zündungen die ganze Zeit laufen. Nur wenn man dann die Tür zumacht, ist das Piepsen weg. Aber dann wird es zu warm im Auto im Sommer. Nein, also ich auf alle Fälle will ich dieses blöde Piepsen weg haben und ich habe mir Gedanken darüber gemacht und habe auch eine Möglichkeit gefunden. Diesen Türkontaktschalter kann man ausbauen. Dann verschwindet das Piepsen recht zügig. Problem ist, hier bei ist dann das Innenraumlicht auch aus. So will ich das aber nicht haben. Ich will ja nur das Piepsen weg haben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, wo sitzt der Lautsprecher, der den Ton abgibt. Hier habe ich erstmal alle Verkleidungen abgebaut. Videos dazu gibt es genug im Internet. Es ist auch kein großer Akt. Dann bin ich, wie gesagt, auf die Suche gegangen und habe gehört, wo kommt dieser Ton her? Er kommt auf alle Fälle aus der Nähe des Kombi-Instrumentes. Also habe ich den Schlüssel stecken gelassen, so dass es piepst. Alles ausgebaut. Eben auch das Tacho ausgebaut. Das ist noch festgeklipst oben mit einer Klipse. Dann war das Piepsen weg. Das bedeutet, der Lautsprecher muss im Tacho sitzen. Das ist die beste Möglichkeit. Hinten die Plastikverkleidung abschrauben mit einem 8er Torx. Ich weiß gar nicht, wie viele Schrauben es waren, 8 oder 9, egal. Übrigens bei der ganzen Aktion ist mir eine Tachobeleuchtungsbirndl kaputt gegangen. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die habe ich ersetzt und dann hat sie wieder geleuchtet. Hier sieht man den Lautsprecher. Den habe ich kurzerhand abgezwickt. Es sind unten zwei Kontakte. Und hab den einfach von der Platine abgezwickt. Ende Gelände, da mache ich nicht lange rum. Ab in den Müll. Wie gesagt, die eine LED hat es erwischt. Die habe ich getauscht. Tachobeleuchtung geht auch wieder alles. Ich habe alles schon kontrolliert. Ich hatte noch so Tachobirndl zu Hause rumliegen. Deswegen war das kein Problem mehr für mich. Bei schönstem Wetter wieder draußen gewesen, ist ja eh klar. Also, und dann habe ich das Tacho eingebaut, um zu testen.
Plastikabdeckung hinten wieder draufschrauben. Zündschlüsselaufzündung. Stufe 2 und Stufe 1 testen, jeweils die Tür aufmachen, um zu kontrollieren, dass das Piepsen endlich verschwunden ist. Sollten hier blöde Kommentare kommen, die werde ich schön getrost überlesen. Hier nochmal der Test, Abschlusstest. Mittlerweile hatte ich schon wieder alles zusammengebaut. Alle Lampen leuchten. Tür kann man aufmachen, ohne dass es piepst. In sämtlichen Zündschlüsselstellungen. Und auch das Innenraumlicht bleibt dabei an. Diese Arbeit ist mir voll gelungen. Ich bin froh, dass es jetzt endlich weg ist. Ich habe keine Probleme durch diesen Eingriff und ihr werdet auch keinen haben. Jonas, wieder mal ein Traumwetter. Und lasst es euch gut gehen. Ciao. Dankeschön.